Was geht, meine Freunde? Kobe Bjørn ist am Start. Heute mit einer Reaction auf Ja Morant gegen Stephen Curry aus der gestrigen Nacht. Ja mit 30 Punkten und dem W in Overtime. Steph mit 36 Punkten hat 20 Dreier genommen, was crazy ist, aber es ist scheinbar die Zeit, in der wir einfach leben. Und er ist the greatest shooter of all time, deswegen verzeihen wir ihm das. Er hat nur 7 getroffen. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Highlights an. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Heute Morgen kurz ins vierte Viertel einmal reingeschaltet und ein bisschen in die Overtime. Aber ich habe jetzt nicht den perfekten Überblick über das Spiel oder was das ausgemacht hat. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach sehr auf die Highlights. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. Okay, wir fangen erstmal an. So, wie kann das hier überhaupt funktionieren? Warum ist Steph hier komplett frei? Also erstmal ist das ein dummes Foul. Aber hier, okay, Steph tut so, als würde er für den Dreier an die Dreierlinie gehen und geht dann doch Backdoor. Ja, und wird dann gefoult von Jaren. Okay, Ja. Das ist ein nicer Move, den man eigentlich zu selten macht. Einfach so diesen von hinten between the legs, sich dadurch ein bisschen Platz kreieren. Ja, Stichwort Platz kreieren, Steph Curry. Dude, ist zu krass. Ich kann nicht verstehen, wie man so gut sein kann. Oh! Was ein Pass! Nice! Ja, okay. Steven Adams lässt du natürlich stehen mit einer kleinen Hazy. I'll take it, Ja. Wie viel Dreier hatte Ja? Das will ich kurz wissen. Sorry, wie viel Dreier hatte Ja? Ah, okay, Ja hatte nur 2 von 8. 2 von 8. Ah, ich hatte gehofft, er schießt ein bisschen besser. Er braucht so wenig Platz. Er braucht einfach so wenig Platz. Oh, good pump fake. Genau, und geh dann ruhig da rein. Draymond springt eh nicht mehr. Wobei doch, der hat am Ende des Spiels oder am Ende der Overtime hatte der einen krassen Block. Aber trotzdem. Nee, sorry, das müssen wir nochmal sehen. Was ist das? Das ist überhaupt kein Wurf. Sowas darf kein Mensch nehmen, vor allem nicht in der NBA, außer Steph. Guck dir das an. Das ist einfach... Warum? Warum überhaupt von einem Bein? Digga. Oh ja, sehr, sehr gut ausgenutzt. Ups. Das haben wir schon damals im Play-In-Game gesehen, dass Ja sehr, sehr gerne an diesen Spot hier geht. Ich weiß nicht, ob er das nur gegen die Warriors macht, aber er geht sehr oft hier an diesen Spot Freiwurflinie bis gestrichelte Linie und nimmt dann da den Pull-Up-Jumper, anstatt irgendwie per Layup zu finishen. Da hat er, wen hat er damit so gekillt? Ich glaube auch die Jazz mal. Ich glaube, da hat er Gobert voll zerstört mit diesem Move die ganze Zeit. Good pass. Okay, seht ihr, also das ist die ganze Zeit ein enges Spiel. Sieht fast aus, als würde man Draymond hier doppeln. Alter. Das war nicht mal ein guter Wurf. Das war nicht mal ein guter Wurf. Das war nicht seine normale Wurfform. Guckt mal, wie er den so komisch, so streckt er normalerweise seinen Arm nicht. Oder er hat die Wurfhand zu, die Stützhand zu schnell weggenommen. Das war nicht sein normaler Wurf. Aber ich glaube nicht, dass es ihn noch... Ich muss gar nicht hingucken. Alleine der Move. Schau mal, was das hier für ein Sidestep jetzt ist. Schau mal. Oh, super. Wunderschön. Aber ja, Steven Adams im Pick and Roll kann halt auch nur blöd aussehen dann. Und Ja hier viel über die Midrange, das gefällt mir. Das gefällt mir, wenn ein junger Spieler auch viel in der Midrange agiert, nicht nur Dreier. Good Rebound. Ja, zu easy. Aber überleg mal, der hat einfach 20 Dreier genommen in dem Spiel. 20. Oh, und da fällt mir ein, ich weiß, Steph hat nicht mehr gescored im vierten Viertel. Das war ein geiler Move von Ja, sehr, sehr starker Layup.
Aber genau, das fällt mir gerade ein. Das haben sie nämlich gesagt, als ich ins Spiel reingeschaltet habe. Oh. dass Steph nicht im vierten Viertel gescored hat und das ist schon ein paar Mal jetzt wohl passiert ist in letzter Zeit. Das darf natürlich nicht sein. Das heißt, wir kriegen jetzt nur noch Ja-Highlights ab jetzt. Achten wir mal drauf. Tough Bucket. Tough Bucket. Das ist ein bisschen wie bei Love and Basketball, als sie die ganze Zeit den Arm oben hält und dann kassiert sie einen Fast Break. Ich mag dieses neue Handling von ihm. Wie er sich da durchmanövrieren kann. Guck mal, in and out, nochmal. Und dann an Wiggins vorbei. Wiggins ist jetzt auch nicht der schlechteste Defender. Das ist nice. Das ist nice. Starting out early, I feel like, you know, I'm all ready to play. We allowed them to get comfortable and which led them to get a, you know, a big lead. 30, 7, 5, 4 Steals, 11 von 22, 6 von 6 Freiwürfen. Aber halt 2 von 8 von der Dreierlinie, aber ja, sehr, sehr sickes Statline auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt keine Reaction auf ein Interview, sondern wir sprechen eher über das Spiel. Und was ich halt echt interessant finde, also in so einem knappen Spiel, dass Steph es dann nicht mehr geschafft hat zu scoren, im vierten Viertel und in der Overtime, ist schon nicht ein bisschen beängstigend, aber ist auf jeden Fall beunruhigend, weil du willst natürlich, dass dein bester Scorer da auch agiert und es sieht ihm eigentlich, finde ich, auch nicht ähnlich, dass er sich verstecken würde. Ich habe, wie gesagt, nicht so sehr auf das Spiel geachtet. Vielleicht haben die Grizzlies ihn in dem Moment extrem gut verteidigt, vielleicht hat er einfach nichts mehr getroffen, ich weiß es nicht. Aber wenn die Warriors weiterhin auf diesem Erfolgskurs bleiben wollen und wirklich sich als Top 3, Top 4 Team in der Western Conference etablieren wollen, auch am Ende der Saison, dann dürfen solche Games natürlich nicht passieren. Aber ey, Shoutout an die jungen Grizzlies. Ich mag diese Mannschaft sehr. Ich glaube, Dylan Brooks ist immer noch nicht zurück. Wenn er zurückkommt, wird es nochmal nicer. Also mir gefällt sehr, sehr gut, was da in Memphis passiert, was da in OKC passiert, was bei den Spurs los ist, bei den Hornets. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, super viele extrem talentierte, junge und vor allem hungrige Teams. Und das macht echt gerade Spaß in der NBA. Das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.